Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Counter-Strike Global Offensiv. Wir hatten letztes Mal das Tutorial gespielt. Ich denke mal, dann gehe ich mal eine Runde mit euch auf Bot-Jagd, würde ich sagen. Offline-Bots, ja. Also wir haben von dem Waffenkurs, jetzt kommen die Bot-Jagd. Wir nehmen keine zufällige Arbeit, die Karten Stück für Stück durch. Wenn ich sterbe, wechsle ich die Seite. So sind die Spielregeln erstmal. Lege ich sie mal fest. Und ja. So, Klassik Gelegenheitsspiel, alles klar. Wir haben dann noch Deathmatch zur Wettrüsten, Zerstörung und so. Das können wir mal alles so durchprobieren. Wir fangen üblicherweise mit der Dust an. Aber zum Beispiel Aztec, Nuke und bla bla bla. Alles klar. Ich starte mir einfach mal hier so. Zug mal auf los. So. Mittlere Bots ist okay. Da ich ja doch ein bisschen noobig bin. Ja, und ein wenig doch ein bisschen treffen muss, damit die Spiellaune erhalten bleibt. Ne? So, kaufen Sie zu Beginn jeder Runde mit verdientem Geld neue Waffen. Okay, Einstellungen. Freundbeschuss ist aus, Teamkollision ist aus, 50% Abschussprämie und die besten aus 15 Runden. Okay. Alles klar. So, die Einteilung der eigenen Munitionsreserven ist extrem wichtig. Gehen Ihnen in einen Feuergefecht die Kugeln aus, befinden Sie sich in einer heiklen Lage. Wie wahr? Das passiert mir mehr als einmal, das werdet ihr noch erleben. Mhm. So. Gut. Ressourcen werden initiiert oder so, was wahrscheinlich heißen. Komisch abgehackt. Ich habe vergessen, meinen Skype auszuschalten. Das ist ein bisschen doof. Könnte Störgeräusche geben, also nicht wundern. Ja. Es gibt zwei Bombenplätze, A und B. Die meisten kennen das eigentlich. Aber für alle die sich das zum ersten Mal angucken, es gibt hier zwei Bombenplätze, wie gesagt schon A und B, die über verschiedene Wege zu erreichen sind. Wenn es dann mal soweit ist. Das kann nicht mehr lange dauern. Es geht gleich los. So, wir haben die Auswahl Antiterror und Terrorist. Ich würde sagen, wir fangen mit Terroristen an. Genau, wir nehmen die Terroristen. Dann gehen wir kaufen. Da haben wir hier diesen netten Kaufring. Let's go, my brothers. Das nehmen wir dann mal. Blub, blub, blub. Die Desert, die finde ich ganz gut. So, das muss erstmal reichen zu Anfang. I'm waiting here. Die KI habe ich schneller eingekauft. Es gab noch Zeiten, da konnte ich auch schneller einkaufen. Das war schon ewig lange her. Dieser Weg ist eigentlich nicht so praktisch eigentlich, weil die schön von oben den Durchgang schützen können. Aber hier bei Global Offensive ist hier noch ein zweiter Aufgang. Ja, ich komme. Komm, wir schnappen sie aus, wir schnappen sie uns. Einen haben wir. That makes three left. Wenn möglich immer auf den Kopf zielen, irgendwie schneller ausgeschaltet. Möglicherweise sind die Bots so herrlich blöd und bleiben so mitten im Feld stehen. Oh. Ah, okay. Den haben wir. Oh, kommt noch was? Ich höre Schritte. Also es ist ein Verbündeter. Okay. Ich hoffe, es kommt mir jetzt keiner in die Quere. Taking the underpass. Oh, ich wollte die Bombe noch legen. So. Und die Bombe wird natürlich hier in markierten Plätzen gelegt. Man hat noch so ein bisschen bestimmten Radius, wo man es da legen darf. So, jetzt können wir mal zum Beispiel auch hier nochmal Gewehre. Was gehört? Ja, die geliebte AK. Ich liebe die AK. Dann können wir noch Granaten, Blendgranaten und so, aber darauf verzichte ich jetzt mal. Das haben wir in den Trainingen gesehen, wie diese werken, die Waffen. Shift-Taste schleicht man. Ist immer gut, nicht so viel Lärm zu machen. Very nice, very. Okay. Ich muss Skype ausmachen. Skype erzeugt extreme Lags. Oh oh, da kommt was. The sniper here.
Zack. Haben wir platt gemacht. Hervorragend. Ah, Sniper. Hm. Bringt nur hier nicht so viel, einen Sniper zu nehmen. Was können wir auch ein paar Granaten kaufen? Oh, Molotov. So, mal gucken, wie die kommen. Huch, nein, da will ich nicht, da will ich nicht. Wir weg hier. So, pass auf. Gucken, wie Molly kommt. Habe ich noch nicht probiert. Das kenne ich selber noch nicht, Molly. Hier noch nichts. Sind die Gegner? Ja, keine Gegner. Gegner. Wo sind die Gegner denn? Oh. Haben wir? Okay. In Hockey trifft man auch besser. Huch. Oh, so laut. Ganz schlau von mir, mich mitten in den Schussfeld zu stellen. Das war ein bisschen zu viel. Aber jetzt kann ich die Seite gleich wechseln. Wechsel ich zu Antiterror. Und da haben wir die Map dann auch schon wieder geschafft. Lalalala. Ja, also die Bots sind ein bisschen strunzdumm, ne? Also jedenfalls die mittleren. Aber ich glaube, die schweren werden auch nicht wesentlich besser. Sondern treffen halt einfach genauer. Also die cheaten letztendlich nur, denke ich mal. Vermute ich immer ganz stark. Ich werde mal vielleicht irgendwann mal, wenn ich die mal alle durch habe, schwere Stufe einmal spielen für euch. Damit wir mal sehen können, wie die Bots dann sich verhalten. Hier ist das wichtig, die Fußkit zu haben. So. Oh, ich habe kein Geld dafür. Oh, was ist das denn eigentlich? Das kenne ich auch noch nicht. Eine kurze Distanz, eine Waffe mit nur einem Schuss. Dieses Ziel einen tödlichen Stromschlag versetzt. Okay. Auch nicht schlecht. Pistolen. Desert. So. Alles klar. Es geht los. Ich höre schon die Granaten. Ja, wir sollten hier lang gehen. Oh! Da haben wir schon mal. Oh, ich höre überall Schritte. Das sind meine Kollegen, okay. Hier irgendwo ist noch einer von denen. Bomb has been planted. Ah, fuck. Ja, dafür schreibe ich mir. Ne, MG, alter Schwede. Wir irgendwie die Bombe entschärfen, das ist schwierig. Die wird irgendwo geschützt sein von den Terroristen natürlich. Das ist ja, okay. Oh, da war auch noch einer. Ich hab's vergessen, dass es noch zwei waren, das ist scheiße. Mal gucken, ob wir die Dinger verpacken. Ja, ja. Okay. Die Runde geht an die Terroristen. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich. Ich möchte mitfliegen, Leute. Ich möchte mitfliegen. Hallo, hallo. Ich bin fertig hier. Hallo. Oh, scheiße. Hauen die ohne mich ab. Na gut, ich nehme hier diesen Jeep. Und wir sehen uns in der nächsten Folge mit der nächsten Map. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es war. Werden wir dann ja sehen. Bis da. Habt euch wohl. Und tschüss. Ich sag einfach tschüss. Weg bin ich.